Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit The Cursed Crusade und wir sind ein bisschen am Schlauch gestanden. Ich bin jetzt schnell einmal auf die Seite gesprungen, um die Leitung freizulegen und ja, lesen wir uns das noch einmal kurz durch. Wir können hier die Stärke verbessern, das haben wir getan mit einem Punkt, mehr hatten wir nicht zur Verfügung. Dann verbessern Sie Ihre Kontrolle des Fluchs, da gibt es einen Fluch. Ich habe da versucht, auf das Y zu drücken und da passiert noch gar nichts. Das werden wir wahrscheinlich erst später kennenlernen. Waffenbeherrschung, um die Wirkung ihrer Kampftechniken zu erhöhen. Okay, wir können da die Waffen leveln. Dann auch, wie wir mit der Rüstung umgehen und neue Rüstungen beherrschen, ne? Ausrüstungsgegenstände nutzen können. Genau. Die Konstitution, dass wir nicht so anfällig sind, ne? Von Betäubungseffekten. Ja, okay. Gut, und wir schauen jetzt darüber noch einmal. Und da habe ich ja, schaut auf unseren Protagonisten auf der linken Seite. Wenn wir jetzt da zum Körperschlag ausholen, das ist der Körperschlag, der zeigt uns das ja vor. Der Doppelhieb ist dieserjenige, ja. Dann das Massengrab, 3x X, ja, okay. Und unser Rasiertanz ist das. Ja, aber gewaltig, 4x die X, das kommt ja gut. Zeigt er uns das auch noch? Das sieht aus wie der Rasiertanz, gell? Und... ja, was auch immer. Wutrausch ist das. Aha. Schaut aber, ja, schaut elegant aus, nicht? Der Düsterschlag, den haben wir gelevelt. Ah, der setzt dann gleich einen drauf. X, X, Y, Y. Ja. Dann der Waffenschwung. Der kommt auch elegant, ja. Dann der Fleischer. Ja, wir drücken einfach, was das Zeug hält. Der Gewalthieb ist das. Ah, da klopft er ihm mit... ja. Ja, anständig. Blockade ist einfach die. Dann gehen wir gleich... wir fangen oben an. Der Vertikalschlag. Der einfache, der Doppelschlitzer ist das. Ja, schön. Parallelhieb. Sieht irgendwie ähnlich aus wie der andere. Übeltjost. Ah, genau, das ist ein Headbanger. Der brutale Schlag. Aha. Die Schnittrückhand und Blutmond. Kommt auch gut. Das dürfte noch einmal das gleiche sein. Ja, genau. Und der schwere Hieb. Ja, der kommt gut. Das heißt 3x Y, wir werden uns auf 4x X und 3x Y versteifen vorerst. Ja, und machen da jetzt weiter, denke ich, ja. Genug der Erklärungen. Und der tanzt da im Hintergrund nicht schlecht. Den rasiert dann. Schauen wir uns noch einmal an. So, wie komme ich da jetzt raus? Spiel fortsetzen. Okay. Wir haben die Siegpunkte benutzt, ja, Änderungen übernehmen. Wir könnten das ja jetzt wieder zurücksetzen. Haha. Jetzt bin ich aber gespannt, wenn wir das nicht übernehmen, ob dann pipapo, wir weitermachen mit dem Spiel und ja, wir übernehmen das einfach. Gut. Also, nicht so einfach, ja, da gibt's einiges zum Einstellen. Die Siegpunkte, die wir da haben, können wir benutzen, um eben besser zu werden. Ne? Und wir können wahrscheinlich beide Charaktere leveln, denke ich mal. Ja, was auch immer. Irgendwie ein wenig kompliziert. Die ruchlosen Taten meines Bruders zwangen meinen Sohn, sein Heim zu verlassen und das Leben eines armen Wanderers zu führen. Er erhob seine Klinge für jeden, der genug zahlte. Schließlich fand er sich im Dienste Bonifatius von Montferrat wieder. Im Sommer des Jahres 1199 belagerten die Soldaten seines Herrn das Schloss von Biron, das Zuhause eines alten Freundes. Und los! Seht Balduin von Flandern, Kommandant der Armee von Bonifatius. Mein Sohn steht unglücklicherweise unter seinem Befehl. Seit 30 Tagen sitzen wir nun unter den Mauern dieser Feiglinge. Aber nicht mehr länger. Heute will ich Martin der Aegee auf seinen Knien sehen.
Ich will seine Türen eingeschlagen, seine Thron geplündert und seine Männer abgeschlachtet sehen. Söldner! Zeit, euren Sold zu verdienen, Hunde! Heute Nacht werdet ihr entweder bis in den Morgen zechen, oder die Krähen werden sich an euren Leichen laben. Mir ist es einerlei. Dies ist die Stunde der Tat. Aber Herr, alle unsere Angriffe sind fehlgeschlagen. Das Fallgatter, es ist zu stark, selbst für den Rambok. Wir müssen es erst in Brand stecken. Das stimmt, Herr. Es regnet ununterbrochen Pfeile. Wir kommen nicht nah genug heran. Genug von eurem Gewinsel! Diese Schutzwände werden euch vor den Pfeilen abschirmen. Ihr müsst nah genug heran, um das Fallgatter mit den Salpeterbeuteln niederzubrennen. Der Rambok erledigt den Rest. Wieso riskieren wir unser Leben, wenn wir mit der Blide die Mauern einreißen könnten, hä? Weil Bonifatius von Montferrat, der Mann, der eure kümmerlichen Leben bezahlt, das Schloss unversehrt wünscht. Und ich habe vor, es ihm auch so zu übergeben. Los jetzt! Ihr nehmt die erste Schutzwand! Ihr an die zweite da! Spanier, du gehst mit Debay hinter die dritte! Debay? Welch ein hübscher Name für einen Söldner. Kann er überhaupt ein Schwert heben? Besser als du denkst. Und was seinen Namen angeht, so hält er sich vielleicht für einen Helden? Aber genug geredet. 6 Männer an den Rambok. Ihr folgt den Schutzwänden. Und jetzt los! Sieg oder Tod! Hör zu, Spanier. Wir rücken nur zwischen den Pfeilsalven vor. Sobald wir Pfeile sehen, halten wir und beten. Das Holz ist von Maden zerfressen. Verstanden? Hey, Elternjunge. Ich habe genauso wenig Lust zu sterben wie du. Dios mio. Was ist das für ein Gestank? Hast du dir ins Gewand gemacht, dabei? Ja, ein wenig. Die Männer wurden angewiesen, sich vor dem Angriff auf die Schutzwände zu erleichtern. Verfluchte Franzosen. Gewinnt ihr wirklich Kriege mit solchen schwachsinnigen Befehlen? Du wirst bald dankbar dafür sein. Die nassen Häute schützen das Holz vor Brandpfeilen. Du willst hier doch nicht enden wie ein am Pfahl gerösteter Ketzer, oder? Ja, die Jungs? Was ist jetzt? Deckung gehen und so? Einmal hin und wieder? In Deckung! Oh, und schon Deckung. Jetzt können wir! Los! Sie glauben, Sie können das Gewando wie am Braun bringen? Den Fehler werden Sie bald bereuen. Du redest zu viel, Spanier. Spare deine Kräfte lieber auf. Los jetzt, Spanier. Entspann dich, Hombre. Bleib bei mir und dir wird nichts geschehen. Ist das so? Habe ich dir noch nicht erzählt, dass ich unter einem Glücksstern geboren wurde? Ein Glücksstern? Das glaube ich erst, wenn der runterkommt und mein Schwert für mich schwingt. In Deckung! Wir sind immer noch am Leben. Los jetzt, Hombre! Ich habe gehört, von Flandern nennt dich Debay. Bist wohl ein Ritter und Caballero. Nenn mich einfach Dance. Du bist ein Caballero. Sag, was bringt einen Hochgeborenen wie dich auf ein Schlachtfeld, wo du vollgepinkelte Holzplanken durch den Matsch schießt, wie jeder dahergelaufene Söldner? Natürlich der Reiz des Abenteuers. Geht dir doch genauso, oder nicht? Und schon wieder Deckung. Wir sind fast da. Gib mir jetzt nicht auf, Spanier. Ja, halt. Spanier, komm, du warst für den Gehen. Aber rasch. Eine Sekunde noch, Hombre. Vielleicht können wir ein paar von diesen Bogenschützen runterpflücken. Bleib da nicht zu lange draußen. Du bist ein zu leichtes Ziel. Und wo? Und was jetzt? Und überhaupt? Bogenschützen? Ja, ich würde gern ziehen. Oh. Oh. Haha. Habt ihr mich jetzt erwischt? Das glaube ich doch nicht, oder?
Das gibt's doch nicht.